A1.4. Um wie viel Prozent ist die Temperatur des Getränkes nach 6 Minuten insgesamt gesunken? Kreuzen Sie den zutreffenden Wert an. Kleine Gemeinheit hier drin, man könnte sich denken, A6% fällt pro Minute und 6 Minuten sind vergangen, also 6 mal 6 sind 36%. Das stimmt leider nicht. Das kann man sich ganz leicht mit der Prozentrechnung herleiten. Wenn man sich einfach mal anschaut, wie ist die Temperatur nach 6 Minuten mit Hilfe des Taschenrechners oder des Graphs, dann kommen wir auf ca. 62 Grad Celsius. Und weiter wissen wir, die Original, also die Anfangstemperatur, war 90 Grad Celsius. So, wenn man das jetzt so aufstellt, die unbekannte Prozentzahl entspricht 62 Grad Celsius, 100% entsprechen 90 Grad Celsius, kann man das jetzt entweder über die Quotientengleichheit lösen oder vielleicht sieht es auch der ein oder andere schon aus diesem Teil hier, nämlich man sieht, dass die Temperatur lediglich um 28 Grad gefallen ist, das ist weniger als ein Drittel, und wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, dann passt eigentlich nur die 31% dazu, das ist weniger als ein Drittel, also mit 33%, die 36 liegen da schon drüber. Wer das denn sieht, rechnet es einfach aus. X ist gleich 62 mal 100 geteilt durch 90, und da erhalten wir dann einen Wert von, ich tippe meinen Taschenrechner ein, von ca. 68,9%. Ja, so viel, das ist jetzt noch die Temperatur, wie viel noch da ist. Und jetzt muss man natürlich noch beachten, hier steht, um wie viel ist die Temperatur gesunken. Also so viel ist noch da, um wie viel ist sie gesunken, genau der fehlende Wert zu 100, und das sind hier die 31%.